Hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen Let's Play von mir, und zwar dieses Mal wieder aus der Challenge zusammen mit meinem Gegner aka Justin LS Profi. Moin moin. Und jo. Was machen Sie gerade, Herr Kollege? Wollen Sie eine Seemaschine kaufen? Nein, ich habe eine, danke. Dann verkaufe ich meine Seemaschine. Brauche ich nicht mehr. Ich tue es sowieso die ganze Zeit von Melu sehen lassen. Hallo, der Rentner hier vorne, bitte mal Gas geben. Oh Mann. Immer diese Rentner. Spaß. Du bist ja Rentner. Nö. Wie schnell geht denn der Karre? 53. Ah. Tschüssi. Ja. Sagt der Typ mit seinem Fahrstuhl, der nicht mehr stark ausfahren kann. Junge, wie fährst du, Alter? Also meiner geht 75, ich weiß nicht, was ich habe. Nee, du hast einen Fahrstag. Meiner geht 54. Nee, 53. Sie können Saatgut kaufen, wenn sie wollen. 3 Big Packs. Wollen sie kaufen? Na, danke. Und zumal, ich mache nicht so teuer. Ach jo, der Herr Kollege will mit mir verhandeln. 1000 Euro pro Big Bag. Ah, so sind nur Wünsche. 3000 Euro. Das ist easy gegettet. Oder machen wir 2500 Euro. Das ist ein gutes Angebot. Eigentlich müssen sie 3000 bezahlen, aber bei mir nur 2500. Für 3000 Liter. Schlagen sie ein? Mm-mm. Komm! Hier, das ist billiges Saatgut, Junge. Das Saatgut, von der Saatgutmenge können auch schon bis zum Finale reichen. Wann ist denn überhaupt Finale? Für die Zuschauer. In der, an der 100. Folge ist sogar in der Mitte vom August, glaube ich. Mitte August ist, glaube ich, das Finale. Dann ist ja die Challenge wieder vorbei, das ist, die Zeit vergeht einfach zu schnell. Ach, scheiße, wir müssen noch für das neue Projekt mittlerweile planen, ey. Leute, du kannst auch gespannt sein. Vielleicht mal die Seemaschine sauber machen sollen, egal. Oh, Scheiße. Fast 43.000 für die Seemaschine. Schon sowas. Jojo, Herr Kollege, was geht? Was geht? Nix. Erzähl uns ein bisschen was. Was haben Sie gemacht in der Woche? Draußen gearbeitet und ja, Sachen gemacht. Kann man da großartig erzählen? Überlegen, was ich am besten erzähle. So. Was würden Sie gerne noch für Equipment kaufen, wenn Sie das Geld haben? Auf jeden Fall erstmal einen besseren PC. Jo, das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall ein besseres Mikro. Ich brauche einmal einfach einen neuen Monitor, eine neue Grafikkarte und ein neues Mikrofon auch. Was haben Sie für ein Problem? Nichts, alles gut. Ich glaube, ich gebe gerade mal mit.
Sudalam. Jo, so geht's eben dahin, Leidlan. Und jo, bin schon gespannt, wie die Challenge ausgeht. Und die muss man eigentlich noch Bestrafung überlegen. Was gönnt das ihn jetzt schon wieder? Hallo, Herr Kollege, was gönnen Sie sich? Alles gut, ich hab grad fett in was investiert. Was wichtig ist. Hab dafür aber nur 49.000. Muss unbedingt mal meinen Raps und die 11.000 Liter Sojabohnen verkaufen. In was haben Sie investiert? In etwas. In ein Zeta? Nee. Okay. Wenn ich Sie sagen würde, wissen Sie es ja, aber sollen Sie ja nicht wissen. Das ist geheim, weil Sie sowieso in meine Folge wieder gucken. Das weiß ich nämlich. Und die Zuschauer es wahrscheinlich wieder sagen werden. Das ist ja der Sinn dahinter. Was ist denn hier oben eigentlich für ein Stromkasten? Das ist ja wie ein Stromkasten. Und jo. Sind doch endlich die scheiß Rundballen hier weg, ey. Was haben sie gegen Rundballen? Ich hab's noch nichts gegen Rundballen, aber die stören gerade hier auf dem Hof. Nehmen mir übelst viel Platz weg. Und Performance. Ich eigentlich mal ein Quaderballenlager. Ich hab noch keinen Platz, wo ich es hinstellen könnte. Und leider Vogel- kann man ja die Silos hier von nicht wegbauen. Und Vogelsound gibt's jetzt auch. Den gab's doch hier auch, oder nicht? Und Windsound, also von den Bäumen und alles mögliche. Ich bau was um. Was baust du? Ich hab grad was gesehen, das baue ich jetzt erstmal um. Jo, das gefreut mich. An Leck gehabt. Ja, ich glaube, einer hat was gerade gekauft. Das Ding hier zu breit oder was? Ach komm, leck mich. Jo, so schnell geht die Zeit. Boah, ist ein bisschen schwer, das Ding. Was haben Scheiße. Sie denn schon wieder gekauft? Ich hab gar nichts gekauft. Ich fahr gerade mein Mähwerk weg. Hä? Hallo, was ist mit dir los, Junge? Du sollst vorwärts fahren, nicht rückwärts. Oh, Herr Kollege. Guten Tag, die Herren. Grüß Gott. Guten Tag. Also... Die Felder werden jetzt, also die 41 ist gespritzt und die anderen zwei Felder sind angesät. Das wären dann ein Preis von 9.500 zusammen. Von allem. Wie viel? 9.500 mit, also Säen und Düngen zusammen. Also Spritzen. Wie viel hat denn das Säen gekostet? Einzeln? Also das Spritzen hat 2.000 und der Rest halt dann das 9000, Alter. 9000, glatt oder 9500? 9500. Okay. Ach du. Danke sehr. Jo. Jetzt ist er wieder arm. Was haben Sie für Verzweiflung?
Ding ist hier zu groß, Junge. Was ist so groß? Was soll ich bauen, will? Ah nee, das ist doch nicht zu groß. Wow. Ey, komm. Nimm das Ding doch an. Ja, überall hin platzieren. Platzierst du jetzt hin, du Scheißvogel. Ah, oh, der Kollege wieder am Ausrosten. Ich habe jetzt nicht umsonst die Halle weggebaut, dass du es jetzt nicht dahin baust, du Vogel. Och, Junge. Och, komm, Alter. Dumme Kacke hier. Ich geh mal kurz ins LU. Mach das. Grüezi Gott. Grüezi. Feld 55 wären Sojabohnen zu ernten, bitte. Aha. Geht leider erst in 10 Minuten, 5 bis 10 Minuten. Wir haben gerade einen anderen 30 Auftrag reingekommen, aber... Ja. Wird dann direkt als nächstes. Kein Problem, ich wollte nur mal den Auftrag geben. Haben Sie einen Abfahrer bereit oder sollen wir einen bringen? Stell ich Ihnen gleich wieder auf, denn die Kombi wie vorher. Alles klar. Passt, danke. Die 55 also. Ja, die 55. Alles klar. Danke, ciao. Bitte, ciao. So, Herr Kollege. Was denn? Nix, ich wollte nur so, Herr Kollege, sagen. Kann die nicht platziert werden? Warum nicht? Weil er sie eben nicht mag, der Herr Kollege. Sie ist ja gleich mitten auf dem Hof, Alter. Dann platziere ich die ja. Platziere sie halt jetzt mitten auf die scheiß Kuhweide, ist gerade Schluss hier. $50.000 kostet das, Junge. Willst du mich verarschen oder was? Kannst du das nicht leisten? Doch, dann bin ich aber sowas von Bankrott. So. Jetzt muss ich kurz noch was schauen. Raub jetzt mal mein Zeug. So dumm, no, Alter. Herr Kollege. Was? Was heißt denn heute so gereizt, Herr Kollege? Ich bin gerade ziemlich gereizt. Wow. Weil die Scheißhalle nicht so will, wie ich will. Ja, dann haben sie Pech gehabt. Das nennt man Karma. Dann haben sie ganz großes Pech gehabt. Dann haben sie Karma. Ich hau ihnen gleich Karma. Ich habe mir gar nichts gemacht, sie Vogel. Sie können sich nichts leisten. Der Busfahrer, Alter. Na, jetzt fängt der jetzt wieder an. Warum Busfahrer? Weil du ein Busfahrer bist, Junge. Du bist ein Clown, Alter. Deine Familie ist ein Clown, Alter. Also, wenn ich morgen um 12 Uhr vor deiner Tür stehe, pass auf, gell? 12 bin ich nicht da, Junge. Bist zu spät, Junge. Ich muss morgens um 6 kommen. Damit ich aufstehe. Mir wurscht, Alter. Ja. Dann warte ich so lange vor deiner Haustür, bis du da bist. Okay. Und du das machst? Für mich? Das wär's dann schön, schlägen.
dann wird einmal das Lachen vergehen. Ach, alles gut. Herr Kollege, moderieren Sie die Folge ab. Ja. Ah, das war ziemlich beleidigend, Frage. So, ja, meine lieben Freunde, das war's eben mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, würde ich super freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.